Um noch ein wenig zu untermauern, weshalb ich den Erlkönig tatsächlich für einen tollen Gegenstand halte, mit dem man kognitionslinguistische Prämissen und Prinzipien großartig umsetzen kann. Und den Aufschlag hat ja auch Elisabeth Ziemer in ihrer gebrauchsbasierten kognitiven Linguistik gemacht. Würde ich heute ganz gerne nochmal die Ergebnisse zusammenfassen, die wir in der Vorlesung erarbeitet haben, und zwar mit einem Tool, in dem ich zum einen auf die Merkmale der Agentivität noch einmal zurückgehe, nämlich konkret auf Dautin von 1991, der sie hier zusammengestellt hat, in einer sehr schönen Übersicht, und zum anderen die Ergebnisse zusammenstellen möchte, die wir in der Vorlesung uns organisiert haben. Und vielleicht ganz kurz zur Frage des ersten Merkmals, also das heißt dem Involvement in ein Event oder in einem bestimmten Status, und zwar dem volitionalen, also das heißt dem absichtsvollen. Haben wir begonnen, uns zunächst erstmal genauer anzuschauen, welche Agentivitätssignale es im Text gibt. Und ich würde sehr gern mit dem Vater beginnen, weil wir das auch in der Vorlesung gemacht haben. Und hier kann man ganz einfach danach fragen, welche Verben mit dem Vater tatsächlich in Verbindung stehen, und das sind allein in der ersten Strophe diese. Ja, also das heißt, das sind agentive Tätigkeiten, oder der Vater ist hier als Agent tatsächlich kodiert. Und wenn man sich den Sohn dagegen anschaut, wird man relativ schnell feststellen, das ist er, also das Kind, das ist der Vater mit seinem Kind, der reitet und der tatsächlich hier eher passiv markiert ist. Ja, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Ja, und das heißt, die haben eine ganz klare Agens-Patiens-Beziehung, nämlich die Markierung des Vaters als denjenigen, der hier agiert, im Gegensatz zu seinem Sohn. Und der Sohn tatsächlich eher passiv erscheint. Interessant sind die Attribuierungen, die erfolgen, nämlich, dass er sein Kind nicht nur hält, sondern ihn sicher hält und ihn auch warm hält. Das sind sehr wichtige Ergänzungen, die sich vor dem Hintergrund der Basiskonzepte vom letzten Mal verstehen lassen. Und dann ist es tatsächlich ein Thema, dass wir hier den Sohn als Agens kodieren. Nämlich aber in der Wahrnehmung des Vaters. Er birgt das Gesicht. Das ist also eine Tätigkeit, die er vollzieht, die allerdings nicht versprachlicht wird, sondern aus der Perspektive des Vaters geschildert wird. Das, was er tut, er verbirgt seine Wahrnehmung. Und da haben wir ein agentives, tatsächlich eine agentive Kodierung im Gegensatz zur ersten Strophe. Und dann spricht der Sohn. Und der Vater antwortet auf ihn. Hier passieren zwei Dinge. Wie beim letzten Mal schon gesagt, treten hier unterschiedliche Wahrnehmungen auseinander. Und es gibt eine Wahrnehmungsebene des Sohnes. Die kodiere ich jetzt mal tatsächlich in dieser Farbe. Ja. Und es gibt eine Wahrnehmungsebene des Vaters. Die kodieren wir mal in einem dunklen oder einem dunkleren Grün. Das hatten wir jetzt noch nicht so oft, obwohl es reicht vielleicht auch einfach vor, wenn wir diese Perspektive nehmen. Und zwar an dieser Stelle. Ja, wir haben im Text in der Sitzung gesprochen über Konstruktion der Askription, also der Eigenschaftszuweisung, der Kommutation und der Akzeptation im Gegensatz zu agentiven Konstruktionen, während in der ersten Strophe tatsächlich agentive Konstruktionen im Vordergrund stehen, ist es tatsächlich so, dass wir hier zwei ganz unterschiedliche Konzepte haben, wie Events wahrgenommen und beschrieben werden. Das eine ist die Perspektive des Sohnes, der sich mit Fragen an den Vater wendet, und der Vater mit einer Instanz der Konstruktion der Askription, die
Eventgestaltung, die Wirklichkeitswahrnehmung des Sohnes mit einem einfachen Satz beendet, nämlich mein Sohn, es ist ein Nebelstreif, und damit eine Interpretation oder eine Ausgestaltung des Eventraums vorschlägt. In der dritten Strophe, und das wiederholt sich genauso mehrfach, bis der Vater mit seiner Interpretationssituation scheitert. Ich markiere deshalb an der Stelle schon mal die Passagen vor, die genau das betrifft. Ja, also das heißt, immer wieder malt der Sohn ein Event aus und der Vater setzt seine Interpretation dagegen, immer in sehr präzisen und Eigenschaftszuweisungen. Interessant ist tatsächlich, in dürren Blättern säuselt der Wind, aber das habe ich in der Vorlesung selbst schon illustriert. Und das Ganze setzt mehr oder weniger an der Stelle aus. Spätestens ab hier entgegnet der Vater nicht mehr auf die Interpretation und die Weltgestaltung seines Sohnes und scheitert hier mit seiner Definition der Situation, sondern er in der letzten Strophe grauset ihn nur noch, wobei unklar ist, ob er sich vor dem Sohn erschrickt, ja, also ob der Sohn als Agens dieses Grausens aufzufassen ist oder ob es grundsätzlich die gesamte Situation ist. Aber schauen wir mal auf die Passagen dazwischen, denn dort erscheint ein neuer Player, der als Agens in der Situation auftritt, nämlich der Erlkönig, ja. Hier spricht er das erste Mal, er wird hier eingeführt, siehst du, Vater, den Erlkönig nicht. Und er tatsächlich ihn auffordert, mit ihm zu spielen. Ja, gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Das ist tatsächlich, hier tritt der Erlkönig als Agens das erste Mal auf den Plan und gestaltet natürlich selbst die Szene so, wie sie der Sohn sieht. Ja, also das heißt, wir haben hier offenbar eine Situation, die hier parallel zum Wirklichkeitsentwurf oder zum Wahrnehmungsentwurf des Sohnes passt. Und dagegen nehmen sich die Interpretation des Vaters, der sich hier allein auf Zuweisungen verlässt, relativ schmal aus. Ja, also das heißt, hier spricht wieder der Erlkönig. Und hier wird ein weiterer Agens eingeführt, nämlich die Töchter, ja, die des Erlkönigs, die mit dem Knaben spielen werden. Und auch diese Situationsdefinition, die tatsächlich von dem Erlkönig hervorgetragen wird, wird von dem Sohn aufgegriffen, allerdings nicht vom Vater. Ja, also das heißt, hier haben wir tatsächlich wieder eine Konstruktion der Askription. Interessanterweise, und darauf haben wir auch hingewiesen in der Vorlesung, und deswegen mache ich das auch nochmal hier, scheinen als Verb wird üblicherweise nicht in diesem Kontext zitiert, also nicht funktionalgrammatisch, aber hier verhält es sich strukturanalog zu sein, ja, nämlich in dem der Wahrnehmungskontext explizit hervorgehoben wird, ja. Ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau, wie der Vater sagt. Und diese Situationsdefinition weicht erheblich von der des Sohnes ab, ja. Es scheinen die alten Weiden so grau. Ich sehe es genau. Sie muten als graue Weiden an. So, schauen wir dann mal weiter in die letzte Strophe, in der es, oder die vorletzte Strophe noch einmal. Hier kommen wir dazu, dass wir eine Situationsdefinition des Erlkönigs haben, die sehr speziell ist und die mit dem Wechsel zwischen den unterschiedlichen Agentivitätsstufen spielt. Zum einen ist es so, dass wir hier den Erlkönig als Agens haben, der den Sohn als Objekt seiner Begierde beschreibt, dann aber umgekehrt metonymisch dessen schöne Gestalt, ja, die den Erlkönig reize. Ja, das heißt, hier haben wir die
wird die Struktur umgedreht. Das heißt, hier wird der Sohn zum Agen stilisiert, und zwar per Zuweisung durch den Erlkönig. Das ist übrigens eine typische Struktur, auch das haben wir in der Vorlesung diskutiert, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Ja, also das heißt, die Gestalten, die reizen, zum Verlieben führen und schlussendlich zur Androhung körperlicher Gewalt. Ja, das ist tatsächlich das, die letzte Konsequenz. Hier wird wiederum das Verhältnis zwischen Agens und Patiens unmittelbar umgedreht. Und das Ganze auf der Basis, hier tritt es besonders deutlich heraus, eines visuellen Eindrucks. Das heißt, hier geht es um etwas, das wir als eine Experiencing-Struktur beschreiben können. Und mit der geht im Übrigen auch einher, dass die Reaktion des Sohnes, ja, also er birgt sein Gesicht, also er ängstigt sich und graust sich. Genauso haben wir das hier, das heißt, sowohl der Erlkönig als auch der Sohn als auch der Vater werden als weisen in der Agensqualität auf, dass sie durch ein bestimmtes Setting beeinträchtigt werden können, psychisch beeinflusst werden können, und diese Agensqualität weisen alle miteinander auf. Allerdings ist besonders dieser Wechsel, dieser Struktur in diesen ersten zwei Versen der vorletzten Strophe, glaube ich, unglaublich gut geeignet, um das Modell der Agentivität nach Doughty zu beschreiben, nämlich die wechselseitige Zuweisung von Agentivität durch einen Agens. Ja, also das heißt, ich weise mir selber die den Agensstatus zu, weise ihn dann von mir und ziehe ihn in dieser Argumentationslinie wieder an mich heran zurück. Schlussendlich haben wir dann hier in der letzten Strophe eine Rückkehr an das alte, an das Agens-Konzept der ersten Strophe, mit einer Ausnahme, nämlich dieser Experiencer-Situation hier, die durchaus auch als den Vater als ein Patient oder sag mal so mit Patientsqualitäten verstehen lässt. Dann kommen wir aber sofort in die tatsächlich in die alte Agensstruktur zurück, in der wortwörtlich ja die einzelnen Elemente wieder aufgenommen werden, bis auf dann die Ankunft, die in der ersten Strophe natürlich nicht geht, aber wir haben, wenn wir das hier oben grün markiert haben, wiederholen wir das hier mal an der Stelle, wiederum die sehr starken Bezüge zu den Konzepten des Körpers, ja, und schlussendlich dominiert die letzte Strophe der Vater als Agens, denn der Sohn stirbt in der letzten Sequenz, und auch das ist wiederum eine Situationsbeschreibung, so wie es die hier oben sind, ja, also mit einer Konstruktion der Askription, das Kind ist tot oder das Kind war tot. Dass hier allerdings in der Situationsdefinition nicht mehr der Vater spricht, sondern der Erzähler, der auch die erste Strophe spricht. Ja, das alles kann man über das Konzept der Agentivität und mit Sicherheit noch viel mehr hinaus über den Erlkönig sagen. Und auch deshalb, nicht nur im Hinblick darauf, ob wir Mental Spaces oder bestimmte Basisdomänen miteinander kombinieren können, ist dieser Text so großartig, sondern eben auch im Hinblick darauf, wie sich Agentivität und Zuweisungen von Agentivität im Text selbst verschieben, bestimmte Dinge erwartbar machen, andere Dinge wiederum eher in den Hintergrund treten lassen. Und deswegen eignet sich dieser Text auch in diesem Zusammenhang noch einmal für die Analyse, allerdings eher in der Sekt 2, um das ganz klar zu sagen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die nächsten Diskussionen und bin ganz herzlich hier, Alexander Lasch. Ciao.